Ja, hallo, ich darf Sie wieder recht herzlich begrüßen zu den Trades der Woche. Auch diese Woche gab es schon einige interessante Werte, obwohl jetzt der Montag Feiertag war in den USA und ja, der erste Handelstag quasi der 1. Juni war, gab es trotzdem schon einige interessante Titel. Allen voran der Wert mit dem Symbol, Sie sehen es hoffentlich hier, ist CLDR. Kommt aus dem Bereich Software oder Cloud-Lösungen. Der Name sagt es schon, Cloudera Incorporation. Hier waren es die Quartalszahlen, die den Wert heute auf ein völlig neues Niveau gehoben haben, hier mit 24% plus aktuell. Aber die Quartalszahlen alleine waren es in der Form nicht. Es gab hier auch Übernahmemeldungen, was natürlich den Wert hier dementsprechend nach oben schießen lassen hat. Wird schwierig, glaube ich, weil nach Quartalszahlen oder solchen Meldungen, Sie sehen es hier, das Ganze ist jetzt ja, in dem Bereich, wo es sich in den letzten 2 Monaten erstmal noch nicht bewegt hat. Und glaube, dass es in der Form sich sicherlich hier erstmal ein Stück weit konsolidieren wird. Aber dass jetzt diese Bewegung noch extrem nach oben geht, zumindest jetzt nach dem aktuellen Stand, ist heute jetzt noch nichts großartig in diesem Bereich zu sehen. Von daher warten wir mal ab, kann durchaus noch ein interessanter Titel werden, ist natürlich jetzt besonders relevant auch für einzelne Optionsstrategien, die sich sicherlich hier bei diesem Wert besonders gut anwenden lassen. Ansonsten haben wir sehr, sehr viele kleinere Titel, die jetzt so, glaube ich, den meisten gar nicht bekannt sind, die diese Woche in Erscheinung getreten sind oder am ersten Handelstag. Allen voran hier der Titel mit dem Symbol AHT. Jetzt kann man natürlich hier sagen, der Wert ist schon richtig gut gelaufen. Da haben Sie vollkommen recht, weil der ist hier in der Form bei 2 Dollar Ende April gestartet und heute hat er schon die 5-Dollar-Marke erreicht. Aber wir können eins feststellen: Das Volumen ist nach wie vor recht hoch. Es sind gar nicht so viele Meldungen, zumindest jetzt, wenn wir mal die letzten 1, 2 Tage uns anschauen. Der Wert ist ja auch heute nochmal mit 20% im Plus. Kann das durchaus hier noch ein gutes Stück weitergeben. Und wenn wir uns mal die Wetten im Einzelnen anschauen oder die Optionstrades, die hier gemacht wurden, werden wir feststellen, dass natürlich sehr, sehr viel hier auf Kurse von 57 spekuliert. Und da müssen wir nun mal ein Stück weiter in die Historie schauen und werden feststellen, letztes Jahr, das ist noch diese typische Bewegung, die Sie hier sehen, nach unten vom Beginn der Corona-Krise. Aber wenn wir dann sehen, dass der Wert zwischenzeitlich im Sommer sogar Höchststände von 18 Dollar hat, dann relativiert sich, sage ich mal, auch ein Stück weit das Ganze, was wir hier als Wetten gesehen haben. Der Wert, wäre jetzt übertrieben zu sagen, er hat hier eine lange Seitwärtsrange von 2 bis 4 Dollar. Das ist für einen Wert in diesem Preissegment schon eine recht große Range. Aber das heute oder in der letzten Woche hat im Prinzip den Beginn eines Ausbruchs dargestellt und auf langer Sicht entweder für die Aktie selbst, dass sie nicht allzu teuer ist, oder auch mit den verschiedensten Optionsstrategien, die hier uns zur Verfügung stehen, ein sehr, sehr interessanter Wert. Auch trotz, oder ja, trotz, dass der Wert in den letzten Tagen schon so stark gestiegen ist, kann das noch durchaus ein ganz interessantes Investment für die nächste Zeit darstellen. Ja, neben diesen Werten haben wir natürlich auch noch einige andere. Den nächsten Titel, den wir uns anschauen wollen, ist der Wert SABR. Achso, vielleicht noch ein Wort zu dem Wert selbst. Der Name sagt es auch schon, Ashford Hospitality, im Wert aus dem Hotelgewerbe, wo es, wie gesagt, keine großen, allzu großen News dazu gab, aber durchaus, wie gesagt, für sich wohl was anbahnt in den nächsten Wochen. Hier noch ein Wert mit dem Symbol SABR. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war es in dem Bereich Automobil, aber wir schauen mal rein. Hier, wie gewohnt, hier sehen wir nochmal den Wert AHT. Die beste Form der Kontrolle. Informationstechnologie. Sehen hier unten das Ganze dargestellt. Und ja, momentan auch ein ganz interessanter Chart. Hat, denke ich mal, auch hier noch am meisten Potenzial, wenn wir uns mal die Bewegung der letzten Wochen anschauen. Hier eine schöne Bodenbildung bei
12 Dollar Doppeltief, kann man sagen, was dann nicht normal durchbrochen wurde oder überhaupt nicht durchbrochen wurde. Und jetzt ohne dieses ganz große Volumen, das wir gerade gesehen haben, sehr gut wieder nach oben gekommen. Und viele Wetten gehen jetzt kurzfristig in den nächsten 2-3 Wochen, dass wir hier die 15 Dollar Marke knacken. Das kann schon in den nächsten 2-3 Tagen der Fall sein. Und dann wird es natürlich interessant, wie bewegt sich das Ganze dann beim 52-Wochen-Hoch. Also SABR, auch ein ganz interessanter Wert, den wir heute hier sehen. Gab auch den ein oder anderen Wert, den wir schon in den vorangegangenen Live-Schaltungen oder in den vorangegangenen Videos Ihnen mit präsentiert haben. Also da nochmal der Hinweis, wenn Sie keines der Videos verpassen wollen, subscriben Sie hier zu unserem Kanal. Wir würden uns freuen und damit verpassen Sie dann auch keine Werte wie den gerade eben angesprochenen. Und zwar ist das Ganze hier SNDL. Haben wir, glaube ich, letzte Woche erst drüber gesprochen, weil hier sehen wir nochmal den Grund. Es gab auch hier massives Call-Volumen, nicht so extrem, wie was wir hier im Februar hatten. Ich glaube, da war sich auch, wenn ich mich richtig erinnere, Reddit einer der treibenden Kräfte, die das Ganze so extrem nach oben gepusht haben. Aber jetzt, der Wert ist sukzessive von 70 bis jetzt auf über 1 Dollar gekommen. Genau über die 1 Dollar Marke hatten wir letzte Woche im letzten Video noch gesprochen. Und im Prinzip ist sie Freitag schon gefallen, heute auch. Dann nochmal über den Hochkurs vom Freitag. Also das kann durchaus auch als Aktie vielleicht für die nächsten Wochen ganz interessant werden. Wir hatten ja hier im Speziellen auf diese Auswahl der einzelnen Titel in diesem Bereich des medizinischen Hanfanbaus, wenn man so bezeichnen möchte, auch nochmal detaillierter gesprochen und Ihnen auch hier die verschiedenen Titel aus diesem Bereich mit vorgestellt. Und da war SNDL jetzt einer dieser Werte, der mit dabei war. Ansonsten, wie erwähnt, 2-3 kleinere Titel auch noch mit dabei, wie zum Beispiel der Wert EN Global Corporation mit dem Symbol, Sie sehen es hier, ENG, darunter auch die Bezeichnung des Namens. Hier heute nur ein großer Ausbruch, der Wert immer noch 28% im Plus. Aber wir sehen, es gibt hier schon leichte Gewinnmitnahmen, können wir uns vielleicht auch mal Intraday anschauen. Also der ist jetzt heute nicht mehr wirklich am Hochkurs. Schauen wir mal hier auf den Wert. Das ist ENG, also Sie sehen, großer Bereich kam jetzt im Prinzip hier zu in der ersten halben Stunde. Seitdem pendelt der Wert eigentlich nur noch seitwärts. Aber kann durchaus für die nächsten Wochen interessant sein, vor allen Dingen mit dem Optionsvolumen, was wir hier gesehen haben. Und vielleicht kommt jetzt die Trendwende. Momentan sieht es ganz danach aus. Also durchaus ein Wert, der hier mit auf die Beobachtungsliste gehört. Und neben diesen Titeln vielleicht noch 2-3 größere Werte, die auch in Erscheinung getreten sind. Einer der Werte aktuell ExxonMobil, heute auch mit einem leicht erhöhten Volumen, war hier auf einem extrem hohen Niveau schon und zeichnet sich ab, dass hier vielleicht auch noch einiges nachkommt. Und dann noch der Elektroautomobilhersteller NIO, der eine Empfehlung der Citigroup erhalten hat, was den Wert jetzt auch heute mit 8% in den Gewinn befördert hat. Von daher steht hier, glaube ich, auch dann als nächstes der Ausbruch über den letzten Hoch an. Kann ganz interessant sein und glaube, nachdem sich der Wert ja fast halbiert hat, das sieht man gar nicht, weil man natürlich hier, oder sieht man nicht auf den ersten Blick, auch diesen gigantischen Anstieg des letzten Jahres immer noch im Hinterkopf hat, kann das durchaus, schauen wir es uns mal an, Groß und Ganzen war es sogar einmal unter dem Tiefkurs, was vielleicht auch für einen Ausbruch nach unten stehen kann. Ansonsten die nächsten wichtigen Hürden hier ganz klar so bei 43, das letzte Hoch, und dann haben wir hier die 45-Dollar-Marke. Und dann kann es durchaus auch dieses Jahr schon wieder zu den Allzeithöchstständen kommen, die wir gesehen haben. Bleibt jetzt mal abzuwarten vom Chart und vom Volumen. Auf jeden Fall ein ganz interessanter Titel. Und da wir jetzt jede Woche das schon fast immer mit dabei haben, noch ein Wert, der aktuell, glaube ich, so ein Stück weit wieder durch Reddit gepusht wurde, wenn ich es jetzt richtig gelesen hatte, ist der Titel mit dem Symbol IDX. Hält sich, sag mal,
für einen Reddit-Titel kann man fast sagen, noch in Grenzen mit 7% im Plus. Hier noch das Symbol, vielleicht können Sie es jetzt gerade eben nicht richtig erkennen, dass der neue Wert, und jetzt scheint sich das auch so ein Stück vom Aktienverlauf mit darzustellen, der Wert heute am Tageshoch zumindest, kann durchaus interessant für die nächsten Tage werden, da hier noch nicht allzu viel passiert ist. Oft hatten wir ja Werte, wo schon 30-40% das Ganze im Plus lag. Hier sind wir noch am Anfang, das ganz große Volumen fehlt hier auch noch. Wir gehen vielleicht noch ein kleines Stück raus, dann sehen Sie zumindest hier schon, ein Anfang ist gemacht, aber wir müssen natürlich jetzt schauen, wo geht die Reise weiterhin, und wie wir es in der Vergangenheit gesehen haben, kann das auch ganz schnell gehen. Nur nochmal zur Erinnerung, der Wert AMC ist nach wie vor noch auf den Höchstständen und hält sich da auch ganz gut. Volumen hat ein bisschen nachgelassen, wir sehen auch die ganz große Dynamik ist raus, aber die Wetten, die wir gesehen hatten, mit teilweise Strikepreis 40, also dass das noch bis Juni auf 40 steigt, nach wie vor realistisch. Ich glaube, wo wir hier bei 16, 17 waren, konnte man das vielleicht noch nicht ganz so abschätzen, aber der Wert nach wie vor stabil bei 31 Dollar und mit dem Volumen, wenn sich das in dem Bereich sogar halten kann, durchaus ein Kandidat, der dann auch noch das Ganze auf die 40 Dollar schaffen kann. Ja, das soweit von meiner Seite für heute. Ich würde mich freuen, wenn Sie einen kurzen Kommentar hier lassen oder unseren Kanal abonnieren. Und ansonsten verbleibe ich bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.